haben mittlerweile kocht das ganz schön. Umrühren nicht vergessen, dass sie nicht anlegt. Der Duft vom Paradeiskraut oder vom Tomatenkraut liegt jetzt auch schon in der Luft. Sehr gut, jetzt kann man dann bitte gleich zu Tisch bitten. Also nochmal zusammenfassend, wie wir das Paradeiskraut gekocht haben. Ein Halbfellkraut, klein geschnitten in der Tupperware-Maschine. Dann zwei Halbfellzwiebeln, die sind auch klein geschnitten worden. Dann haben wir es reingenommen. Ein Ölei, ein Fetten. Und dann haben wir das ganze, das Kraut und den Zwiebel zur Fetten rein. Dann ist ein Löffel Mehl mit Wasser verrührt dazugekommen, ein Schuss Wasser und das Tomatenmark. Und fertig.